Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer und wir sind hier auf dem Dreamcast und spielen Vigilant 8 Second Offense. Ja, Vigilant 8 Second Offense, um das ganz einfach und kurz und knackig zu sagen, ist eigentlich die Dreamcast-Antwort auf Twisted Metal auf der PlayStation 1/PlayStation 2. Es ist ein Spiel, in dem man sich irgendwelche schrottigen Karren aussuchen kann, ganz im Twisted Metal-Stil wirklich. Und man fährt in einer festgelegten Arena und muss den anderen töten. Power-Ups liegen auf der Straße rum, genauso wie Waffen und alles Mögliche. Und man kann die Gegend eigentlich so gut wie komplett auch auseinandernehmen. Es gibt viele Objekte, gegen die man schießen kann, wo dann irgendwas passiert. Tankstellen, die in die Luft fliegen, Raketen, die in die Luft fliegen, irgendwelche Schilder, die umfallen und auf der Straße rumliegen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ein weiterentwickeltes Twisted Metal, würde ich so würde ich es beschreiben. Man hat einen Knopf zum Fahren, einen Knopf zum Bremsen, ist klar. Einen Knopf, um die Waffen zu wechseln und einen Knopf, um zu schießen. Und sein Ziel zu markieren. Ganz, ganz wichtig. Ziel markieren und dann draufhalten. Ja, und hier kann man schon im Gegensatz zu Twisted Metal natürlich auch erkennen, worauf man schießt. Ist ja klar, das Spiel ist von 2001, da sollte man das auch erwarten. Von 1999, Entschuldigung, es ist von 1999. Da sollte man das auch schon erwarten, ist ja ein paar Jährchen weiter als Twisted Metal. Und es macht einfach Bock, nur alleine bedingt. Wenn man es mit vier Leuten, man kann es nämlich mit vier Leuten gleichzeitig am Dreamcast spielen, das ist der richtige Knaller, da hat man richtig Spaß in den Backen. Wenn man es alleine spielt, ist so, geht so, weil man hat zwar Arcade und Quest-Mode und Schlag mich tot, aber zum Beispiel der Arcade und der Quest-Mode, die unterscheiden sich nur bei Arcade. Da sucht man sich ein Auto aus, am Anfang von einem Rennen, sucht sich eine Strecke aus und ja, macht alles kaputt, was da auf der Strecke so ist. Das ist so ein All-In quasi. Alle Leute sind da, man kann alle kaputt machen. Bei Quest ist das so, man kriegt jetzt bei einer festgelegten Strecke, kriegt man einen Gegner und kriegt aber noch zusätzliche Quests. Daher kommt wohl der Name Quest auch dafür. Wie zum Beispiel, sammelt drei Bomben, das werdet ihr hier gleich im Gameplay sehen. Da habe ich einmal Quest gestartet. Das ist wirklich nichts anderes als Arcade, nur halt ist es nur ein Gegner oder zwei Gegner. Das steigert sich natürlich von Mal zu Mal. Und man hat noch zusätzliche Aufgaben, wie halt diese Bomben sammeln. Super, super toll. Also nicht viel Abwechslung, so für den Einzelplayer. Aber für vier Spieler ist es auf jeden Fall geil. Großer Fernseher, Vierer Splitscreen und ja, loslegen. Richtig geiles Game dafür, aber Einzelspieler, nee, muss nicht sein. Ich hoffe trotzdem, dieses Video kriegt von euch einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem anschließenden Gameplay. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.
Okay, it's a deal. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.